BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Eine brandaktuelle Umfrage der Bild-Zeitung jagt Schockwellen durch die Landes-CDU und lässt zugleich die Grünen jubeln. Demnach liegen die Grünen jetzt mit 30,5% knapp vor der CDU. Indessen fordert CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf auch nationale Antworten auf die Flüchtlingskrise. Politische Aschermittwoch am 11. Februar in Stuttgart-Fellbach. Schon zu diesem Zeitpunkt waren die Umfragen der Landes-CDU in den Abwärtssog der Bundespartei rund um Bundeskanzlerin Angela Merkel geraten. Und diese Sog um den Versuch einer europäischen Lösung bei der Reduktion der Flüchtlingszahlen dauert unvermittelt weiter an. Auf nur noch rund 30% wird Guido Wolfs CDU laut einer INSA-Umfrage jetzt noch taxiert. Die Grünen haben demgegenüber auf 30,5% zugelegt. Mehrheiten gäbe es demnach nur noch für eine grün-schwarze Koalition. Eine Ampel aus Grün-Rot-Gelb oder eine Deutschland-Koalition aus Schwarz-Rot-Gelb. Hier aber hat sich die FDP am Wochenende klar positioniert. Sie werde keinesfalls als Mehrheitsbeschafferin für die Grünen agieren. Bereits am politischen Aschermittwoch waren Absatzsignale der Landes-CDU gegenüber dem Kurs der Bundeskanzlerin gesetzt worden. Und wir alle unterstützen die Kanzlerin auf diesem Weg zu einer europäischen Lösung. Aber ich verstehe auch die Menschen im Land, die natürlich ungeduldig werden, wenn sie den Eindruck gewinnen, dass auf diesem Weg zu einer europäischen Lösung sich ein und das andere europäische Nachbarland ausklingt und sich für nationale Lösungen entscheidet. Es wäre fatal, wenn die Menschen in Deutschland zunehmend den Eindruck gewinnen müssten, dass Deutschland zum alleinigen Sammelbecken für Asylbewerber aus ganz Europa geworden ist. Auch dagegen gilt es nachhaltig entgegenzusteuern. Jetzt hat Wolf die Absetzbewegung vom Kurs der Bundeskanzlerin über das Wochenende deutlich verschärft. Zusammen mit Merkels Bundesvize Julia Klöckner, die ihrerseits in Rheinland-Pfalz dem stetigen Abwärtstrend der Bundeskanzlerin entkommen will, fordert Wolf in einem gemeinsamen Papier Zwischenlösungen, bis Merkels europäische Lösungen tragen. Es müsse Schluss sein mit der Politik des Durchwirkens. Deshalb brauche es vorübergehende Weiterreisesperren für Flüchtlinge auf der Balkanroute, so Wolf heute zu Bild. Entscheidend ist, und das wissen wir auch aus den Umfragen, dass die Flüchtlingsfrage, dass die Asylpolitik eine Thematik ist, die die Menschen bewegt und ganz offenkundig derzeit in den drei genannten Landesverbänden auch geeignet ist, sich auszuwirken. Und daraus gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das kommt durchaus einem kleinen Affront gleich. Denn Merkel setzt ihre Hoffnungen weiter auf einen Erfolg bei einem europäischen Gipfeltreffen mit der Türkei in rund 2 Wochen. Die Chefs der baden-württembergischen Grünen und der SPD, Winfried Kretschmann und Nils Schmid, haben den Vorstoß von Guido Wolf scharf kritisiert. Er falle der Bundeskanzlerin damit in den Rücken. Indessen hat sich die Landes-FDP auf ihrem Parteitag in Pforzheim am Wochenende festgelegt. Die Liberalen haben nach der Wahl am 13. März eine Ampelkoalition mit den Grünen und der SPD ausgeschlossen. Hingegen könne sich die FDP ein Bündnis mit der CDU vorstellen, so Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke. Auch eine Kooperation mit der SPD in einer sogenannten Deutschlandkoalition sei für eine Mehrheit denkbar. Strampeln für den Wahlkampf. Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen besuchte mit Landtagskandidat Daniel Leder-Aberl das Tübinger Unternehmen Velo Carrier. Geschäftsführer Raimund Rassier stellte sein Transportunternehmen vor. Mit den E-Bikes samt integrierten Anhänger können vielerlei Waren umweltfreundlich von A nach B gebracht werden. Im Stadtgebiet sogar innerhalb von 90 Minuten, verspricht der Geschäftsführer. Bei den Gesprächen ging es um die bisherige Entwicklung des Betriebes und auch um die weiteren Möglichkeiten in der Zukunft. Im Rahmen der Landtagswahl hat FDP-Landtagskandidat Andreas Glück die MTS Maschinentechnik Schrode AG in Hayingen besucht. Im Schlepptau Michael Theurer, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der FDP Baden-Württemberg. MTS wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Das Hauptanliegen der Firma ist es, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Arbeitsabläufen auf Baustellen zu optimieren, um Bauunternehmen trotz des zunehmenden Kostendrucks das Überleben zu sichern. Im Zusammenhang mit den rechtsradikalen Attacken in Klausnitz und Bautzen hat der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir Grüne die Landesregierung in Sachsen kritisiert. Die Politiker wollten nicht akzeptieren, dass es ein Problem mit Rechtsradikalismus gäbe. Man habe vernachlässigt, sich um die Demokratie zu kümmern. Auch warf Özdemir den Behörden in Klausnitz vor,
dass es für sie kein Problem sei, dass der Leiter des Flüchtlingsheims AfD-Parteimitglied ist. Am Donnerstagabend hatten Demonstranten einen Bus mit Flüchtlingen stundenlang blockiert und die Ankömmlinge beschimpft. In Bautzen war in der Nacht zum Sonntag der Dachstuhl eines geplanten Flüchtlingsheims ausgebrannt. Schaulustige behinderten die Löscharbeiten und machten abfällige Bemerkungen. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Morgen ist es mit dem freundlichen Wetter auch schon wieder vorbei. Vom Norden bis in den Süden fällt Regen. Vereinzelt kann es auch zu kurzen Schneefällen kommen, vor allem auf der Schwäbischen Alb. Die Temperaturen im Land liegen zwischen 0 Grad auf dem Feldberg und 7 Grad in Mannheim. Am Mittwoch ist es dann mit den Regenschauern wieder vorbei und ab und zu kommt die Sonne raus. Auf dem Feldberg und rund um Albstadt kann es aber trotzdem immer mal wieder zu leichten Schneeschauern kommen. Auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de